Die Flagge des neuen Libyen auf der Statue, die Gaddafis Macht symbolisierte. Nach 42 Jahren haben die Libyer seine Herrschaft auch in Tripolis beendet. Es ist einfach unglaublich, all die Menschen, die sich geopfert haben für uns, für diesen Moment. Wir stehen hier vor seiner Residenz und wo ist er? Er ist im Untergrund, er kann nichts tun. Schon in der Nacht Feuerwerk und Jubelrufe auf dem grünen Platz in Tripolis. Auch wenn der Diktator noch nicht gefasst ist, Feierstimmung nach 6 Monaten Kämpfen. Ein Tag des Triumphes, aber kein Tag der Rache, das ist der Wunsch des Übergangsrates, der schon heute von der Rebellenhochburg Benghazi nach Tripolis umziehen möchte. Wir werden in Zukunft auch auf Offiziere von Gaddafis Armee und der Polizei setzen, die sich in den letzten Monaten uns gegenüber loyal gezeigt haben. Noch in der Nacht hatte ein Sprecher Gaddafis im libyschen Fernsehen Durchhalteparolen verkündet. Seine Anhänger würden die Rebellen noch Monate bekämpfen. Die Aufständischen aber treten die alte Macht mittlerweile mit Füßen. Nach einem halben Jahr Kämpfe mit tausenden Toten. Wo sich Gaddafi jetzt aufhält, ist unklar. Bis der Militärstützpunkt Bab al-Assisiya vollständig durchsucht ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Das Gelände ist mehrere Quadratkilometer groß und verfügt über ein weit verzweigtes Bunkersystem. Ob die Kämpfe in der Hauptstadt endgültig beendet sind, auch darüber gibt es bisher keine verlässlichen Meldungen. Bis zuletzt leisteten die Anhänger Gaddafis im Stadtzentrum heftigen Widerstand. Straße für Straße arbeiteten sich die Rebellen vor, errichteten Sperren, um ihren Vormarsch zu sichern. Der zähe Kampf hat sich offenbar gelohnt und die Jubelfeiern in der erstürmten Residenz zeigen, die Angst vor Gaddafi hat ein Ende.